Hallo zusammen, es ist Donnerstag, der 5. November und hier kommen die aktuellen Corona-Fallzahlen aus Deutschland, Bayern, Würzburg und Kitzingen. Wir schauen auch heute wieder nach Schweinfurt, haben ein paar Neuigkeiten aus der Region allgemein und wir schauen natürlich auch wieder in den Surveillance-Bericht vom Robert-Koch-Institut zwecks unseren Testkapazitäten in Deutschland. Aber zunächst die aktuellen Fallzahlen. Positiv getestet in ganz Deutschland 597.583 Personen, gesunde 391.600, verstorben 10.930. Hospitalisiert stand 10 Uhr 2.639 Personen, somit aktuell positiv getestete Personen in ganz Deutschland 195.053, macht in Prozent 0,23 Prozent der Bevölkerung in ganz Deutschland positiv getestet. Und wir haben ja gestern leider keine Zahlen bekommen vom Robert-Koch-Institut und haben gedacht, mal gespannt, was da heute nachgemeldet wird. Und das habe ich auch mal reingelegt. Also wir haben ja 19.900 neue Fallzahlen und eigentlich aktuell haben wir nur noch 11.454. Der Rest ist Nachmeldungen. Also 19.990 sind es, glaube ich, aktuell und 11.454 wären es eigentlich. Alles andere sind wieder Nachmeldungen vom Robert-Koch-Institut. Wir schauen nach Bayern. Positiv getestet 119.505 Personen, gesundet 84.400, verstorben 2.851, hospitalisiert Stand 10 Uhr 337. Aktuell positiv getestete Personen im Freistaat Bayern 32.254, macht im Prozent 0,24% der Bevölkerung im Freistaat Bayern positiv getestet. Die aktuellen Zahlen aus Würzburg, positiv getestet 2.458 Personen laut dem RKI vom 5.11., gesundet 1.856 Personen laut dem Gesundheitsamt Würzburg vom 4.11., verstorben 61, macht plus 2 seit Mai. Aktuell positiv getestete Personen in Stadt und Landkreis Würzburg 541. Somit sind in Prozent 0,18% der Bevölkerung in Landkreis und Stadt Würzburg positiv getestet. Und wir kommen nochmal zu einer kleinen Meldung. Die Bewohnerin in Ochsenfurt war eine 88-jährige Dame, die sich, die aufgrund von Covid-19 an oder mit verstorben ist. Wir kommen dann nochmal zu einer weiteren Meldung. Wir haben sie alle gehört, das Seniorenheim in Ochsenfurt ist da stark betroffen. Also es gibt sehr viele Befunde. In einem besonders von Corona betroffenen Seniorenheim in unterfränkischen Ochsenfurt steigen die Fallzahlen weiter. Inzwischen lägen 89 positive Testbefunde vor, teilte das Landratsamt Würzburg am Mittwoch mit. Betroffen seien bislang 61 Bewohner sowie 28 Mitarbeiter. 3 Bewohner seien nach wie vor in stationäre Behandlung. Das Würzburger Gesundheitsamt hatte für das komplette Heim Quarantäne angeordnet. Alle 109 Bewohner und Mitarbeiter der Einrichtung wurden getestet. Nun sollen 2-mal negativ getestete Personen von den positiv Getesteten getrennt werden. Auf der Seite vom Landratsamt. Und da habe ich erstmal ein bisschen überlegt. Also man muss sich überlegen, ein Seniorenheim, wir wissen, ältere Gruppen anfälliger für Covid-19. So, jetzt sind die, der Teil positiv getestet und ein Teil negativ getestet. Also warum lege ich dann die, die einen Negativtest haben, nicht sofort separat von den positiv Getesteten, sondern tue das erst, wenn sie den zweiten negativen Test haben? Was wäre denn, wenn die, die den ersten negativen Test haben, beim zweiten Test jetzt positiv sind, weil man sie nicht separiert hat? Komische Vorgehensweise. Na gut. Dann haben wir noch was gefunden in Würzburg, eine Logopädie-Praxis. Ganz spannend, weil ich finde, die Zeit ist ja eigentlich wirklich für uns alle nicht gerade einfach, aber es gibt doch immer findige Unternehmer, die da was Tolles draus machen. Und zwar hat diese Logopädie-Praxis ein sogenanntes Atemtraining für Atemschutz, Geräteträger und Patienten mit Herzinsuffizienz. Das Konzept basiert auf medizinisch-therapeutischen Grundlagen der Atemphysiologie. Durch die bewusste Steuerung der Atemmuskulatur erreicht der Teilnehmer folgende Ziele: Verringerung der körperlichen Anstrengung, höhere Sauerstoffausbeute aus der Atemluft pro Atemzug, Verringerung der Atem- und Herzfrequenz, Schutz vor der Atemkrise. Also man sieht links einen Feuerwehrmann mit Vollatemschutz.
Und dann sagt man uns ja die ganze Zeit, jetzt gerade was die Kinder betrifft, ja, meine Masken sind doch nicht schlimm, die kann man doch mal den ganzen Schultag anziehen. Ich weiß gar nicht, warum sich da die Eltern so anstellen. Masken schaden nicht, sagt man. Dann frage ich mich, warum gibt's dann das? Projektwoche Atmung. Das Tragen der Nasen- und Mundmaske stellt unseren Körper vor neue Herausforderungen. Leistungsabnahme, längere Regenerationszeiten, Atemnot und Stimmermüdung. Ach ja, auf einmal? Wir bieten extra für diese Fälle ein professionelles Coaching an. Effiziente Atmung unter der Maske, leistungsfähiger Austausch von O2 und CO2, Optimierung der eigenen Ressourcen, individuell angepasste Inhalte. Das Coaching findet in 3 Sessionen à 60 Minuten statt, auf Wunsch auch online, Einzeltermine auf Absprache. Also liebe Eltern, nachdem man ja jetzt seit offiziell zugibt, dass das ja gar nicht so einfach ist, mit der Maske zu atmen, könnt ihr das gerne euren Kindern anbieten. Der Kurs ist auch wirklich ein Schnäppchen, denn er kostet nur 320 Euro für, wir haben gesagt, 3x 60 Minuten. Also so viel da dazu, Maske sei nicht schädlich, warum gibt es dann so einen Kurs? Wir schauen auf die Fallzahlen aus Kitzingen. Auch hier haben wir gestern eine Diskussion mit dem Landratsamt in Kitzingen bzw. mit dem Gesundheitsamt gehabt, warum die Zahlen immer so verzögert kommen und nie mit LGL oder mit dem RKI übereinstimmen. Heute früh nochmal telefoniert, ob man neue Zahlen hat, und die Dame vom Gesundheitsamt hat gemeint, das ist sehr stressig im Moment, es kommen täglich neue Zahlen. Wir haben uns das dann einmal ein bisschen genauer angeschaut und dann kam nämlich heute noch eine tolle Meldung in den Medien. Keine Neuinfizierten im Landkreis Kitzingen. Naja, vielleicht ist es dann in der Stadt einfach stressig. Auf alle Fälle die Zahlen. Positiv getestet 619, gesundet 475, verstorben unverändert 4. Somit aktuell positiv getestete Personen in Stadt und Landkreis Kitzingen 140, Stand 4.11. Somit sind 0,12% der Bevölkerung in Stadt und Landkreis Kitzingen positiv getestet. Hier kommen die Zahlen aus Schweinfurt, positiv getestet 1932 Personen laut dem RKI vom 5.11., gesundet 1333 Personen laut dem Gesundheitsamt in Schweinfurt vom 4.11., gestorben 48, aktuell positiv getestete Personen in Stadt und Landkreis Schweinfurt 551, und somit haben wir eine Prozentzahl von 0,32% der Bevölkerung in Stadt und Landkreis Schweinfurt sind positiv. Und auch da gab es eine skurrile Meldung vom Landratsamt bzw. Gesundheitsamt in Schweinfurt. Und zwar bei einem der am 3.11.2020 in diesem Live-Ticker vermeldeten Todesfälle gab es ein Problem bei der Datenübermittlung. Nicht nur bei euch. Bei der verstorbenen Person handelt es sich um eine 54-jährige Frau mit Vorerkrankungen aus der Stadt Schweinfurt. Ursprüngliche Meldung, 54-jähriger Mann aus dem Landkreis Schweinfurt. Also, naja gut. Weiterhin hat das LGL 2 Todesfälle, die sich bereits, und jetzt kommt's, im April dieses Jahr ereignet haben, nachträglich einer Coronavirus-Infektion zugeordnet. Okay. Dabei handelt es sich um einen 74-Jährigen und einen 67-Jährigen, beide mit Vorerkrankungen aus dem Landkreis Schweinfurt. Beide Verstorbenen fließen erst jetzt in die Corona-Statistik ein. Somit liegt die Zahl der Todesfälle bei nun insgesamt 48 in Stadt und Landkreis Schweinfurt. Wir haben dann einmal beim Landratsamt nachgefragt, warum die erst jetzt gemeldet werden. Konnte uns keiner beantworten, diese Frage. Und in den Zeitungen die Überschrift 2 neue Corona-Fälle. Da schreibt keiner dazu, die sind vom Anfang des Jahres. Ich habe heute auch mit jemandem aus Ochsenfurt telefoniert, die erste Frage, ja, Corona ist so schlimm, schau mal, in Schweinfurt sind schon wieder 2 gestorben. Nein, die 2 sind nicht jetzt, sondern die 2 kommen vom April. Und genau so verunsichert man Menschen, indem man einfach solche Meldungen verbreitet. Und wenn man dann mal genauer hinschaut, dann ist es einfach nicht richtig, so wie es uns erzählt wird. Dann habe ich noch einen Zuschauerwunsch gehabt, zwecks den Daten aus Augsburg. Da hätten wir heute gerne Daten geliefert, aber das ist nicht möglich, denn in Augsburg ist es so, da kommen zwar die infizierten Zahlen und die Todeszahlen, aber beide Zahlen unterscheiden sich wahnsinnig von denen vom LGL und auch vom RKI. Und in Augsburg ist es so, aufgrund von einer Softwareumstellung können die gesundeten Zahlen in Augsburg nicht genannt werden. Also man schafft es, die infizierten Zahlen und die Todeszahlen zu melden, aber nicht die gesundeten. Und insofern wären das Zahlen, die einfach nicht real sind. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir schauen uns das nochmal an. Vielleicht
ändert sich da was und wir können einmal gute Zahlen bekommen aus Augsburg. Aber bis dahin bitte ich um Verständnis, dass das einfach zu vage wäre, was wir da melden. Und deswegen leider keine Zahlen aus Augsburg. So, jetzt haben wir dann nochmal in die Labore geschaut. Es kam ja der neue Surveillance-Bericht und ich habe das ja letzte Woche genannt. Das war dann, letzte Woche hatten wir 57 Labore, die in der KW 43 einen Probenrückstau von 68.574 Proben hatten. Und jetzt sind wir schon einen Schritt weiter, denn jetzt haben wir schon 69 Labore in der 44. KW, die einen Rückstau von 98.931 Proben verzeichnen. Das heißt also, das RKI, das LGL, die Zeitungen, die Medien melden uns alle jeden Tag so und so viele neue Fallzahlen, neue positiv getestete Personen. Aber dann frage ich mich, wie kann das denn sein? Ihr habt fast 100.000 Tests, die ihr nicht bearbeitet habt. Also bitte. Es wäre doch mal interessant zu wissen, wann wurde der getestet und wann geht er denn in eure Statistik ein? Und wir sehen es ja jeden Tag beim Robert-Koch-Institut, wie die nachmelden. Also die haben ja jetzt heute auch wieder von März, von Juni, von Juli, von September Fälle drinnen. Das ist doch nicht real, das ist doch nicht aktuell. Also, und da gibt es dann auch die Meldungen von dem Verband der akkreditierten Labore in der Medizin. Angesichts der stark steigenden Infektionszahlen warnen Labors vor einer Überlastung beim Auswerten von Corona-Tests. Die Testkapazitäten seien bundesweit erstmalig zu 100% ausgereizt. Das kann nicht sein, weil wenn es jetzt gerade 100% wären, dann wärt ihr auf dem Laufenden. Das heißt, ihr seid ja schon länger hinten dran. Inzwischen sei die rote Ampel überfahren worden, hieß es. Die Ampel kennen wir, das System. In der vergangenen Woche wurden nach Daten der 162 erfassten Labors insgesamt mehr als 1,4 Millionen PCR-Tests gemacht. Laut dem Surveillance-Bericht von letzter Woche, also der jetzt diese Woche rauskommt, was die letzte Woche beinhaltet, liegen wir bei über 1,6 Millionen Tests in Deutschland. Der Anteil positiver Tests stieg auf 7,3% nach 5,7% in der Woche zuvor. Das entspricht 104.663 positiven Tests. Der Rückstau von Proben, die noch aus der Vorwoche stammten und am Montagmorgen ohne Befund waren, haben sich auf 98.310 vergrößert. Das sei ein Plus von 44%. Die Reserven sind erschöpft, hieß es. Bei Fortsetzung einer solchen Überflutung mit Proben oder einem möglichen Geräte- oder Personalausfall drohe ein Zusammenbruch der Versorgung, hieß es in der Mitteilung. Nötig sei, die Testkapazitäten deutlich stärker auf besonders dringliche Fälle zu konzentrieren. Der Verband hatte schon zuvor häufig davor gewarnt, die Testkapazitäten dauerhaft auszureizen. Wenn wir uns erinnern, ich habe mal in einem anderen Film gesagt, wie wäre es denn, wenn man einfach nur noch die testen würde, die auch Symptome hätten? Und genau das fordert jetzt sogar der Verband der Akkreditierten. Denn er schreibt noch zu viele Tests ohne Symptome. Der Verbandschef Michael Müller sprach von gefährlichen und so nicht mehr akzeptablen Zuständen. Wie für die Kliniken brauche es auch für fachärztliche Labors Mechanismen gegen solche Überlastungsszenarien. Naja, wer macht denn die Überlastungsszenarien? Wer will denn immer Tests, 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 noch mehr Tests? Denn in den Laboren werden auch alle anderen Untersuchungen für die allgemeine Versorgung der Bevölkerung durchgeführt. Bei weiterer Überlastung wird es schwer, leistungsfähig zu bleiben. Also auch diese ganzen Blutanalysen, was es sonst noch in den Labors gibt. Der Verband kritisiert immer noch, würden zu viele PCR-Tests auch ohne Symptome gemacht und damit Personen mit sehr niedriger Priorität getestet. Ja, habe ich auch genannt. Ich habe auch jetzt hier im Landkreis Kitzingen, Schweinfurt, Würzburg, egal wo, ihr schleust Hunderte von Kindern durch diese Teststationen durch. Und jetzt, ihr seht, zu was es geführt hat. Eine Überlastung der Labore. Und ich habe immer gesagt, hey, wenn doch kein Symptom da ist, lass doch die Kinder in Ruhe. Jetzt sehen wir, wo es hingeführt hat. Das macht mich ein bisschen sauer, weil jetzt sind wir genau da, wo wir eigentlich nicht her wollten. Für zusätzlich ungezielte Testkonzepte auf Landesebene gäbe es keinen Spielraum mehr. In erster Linie seien medizinische Tests zur Diagnose von Infektionen da und in der Pandemie auch dazu da, die Ausbreitung zu verhindern und Risikogruppen zu schützen. Wenn sich die Zeit bis zum Ergebnis verlängere, erhöhe sich aber auch das Risiko, dass Infizierte zu lange ohne Befund bleiben, warnte der Verband. Zugleich bleibe kein Puffer, um auch auf größere regionale Ausbrüche schnell reagieren zu können. Tja, wir haben es die ganze Zeit gesagt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien am Rande der physischen und psychischen Belastbarkeit.
die Maschinen am Anschlag, auch gäbe es eine jüngst erneut verschärfte Knappheit von Liefermaterialien, zudem sei noch lange kein Ende in Sicht. Also das heißt, denen gehen die Teströhrchen aus, denen gehen die Serums aus, um überhaupt einen Test zu machen. Die Maschinen steigen langsam aus. Ja, Herr Spahn und Herr Söder und alle, hätten wir mal einfach nur gezielt getestet, dann hätten wir wahrscheinlich auch keine so utopischen Zahlen. Und das Ganze wäre vielleicht für die Leute da draußen ein bisschen ein realistisches Bild und nicht so ein Panikbild. So darf es nicht weitergehen. Schließlich haben wir auch als Arbeitgeber die Pflicht, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier wirklich alles geben, für Überlastung zu schützen. Bei Fortsetzung dieser Überflutung mit Proben oder dem Eintritt zusätzlicher Ereignisse wie Geräte oder Personalausfall droht ein Zusammenbruch der Versorgung. Und jetzt kommt noch der letzte Fokus auf die Teststrategie. Es werden immer noch zu viele asymptomatische und damit Personen mit sehr niedriger Priorität getestet. Ja, sagt ihr Vorstand Müller, hier braucht es jetzt eine Verbesserung der Akzeptanz und der Umsetzung der Empfehlung des RKI zur nationalen Teststrategie. Für zusätzlich großzügige und ungezielte Testkonzepte auf Landesebene verbleibt kein Spielraum mehr. Ja, das haben wir die ganze Zeit schon gesagt, dass das ja eigentlich Blödsinn ist, aber es könnte ja auch sein, dass das vielleicht ein bisschen mit unserem Wellenbrecher-Lockdown zusammenhängt, denn wenn man jetzt plötzlich weniger testet und nur noch wirklich die mit Symptomen, was ja gefordert wird, dann könnte man ja auch sagen, seht ihr, die Zahlen gehen nach unten. Der Soft-Lockdown und Wellenbrecher-Lockdown hat geholfen. Den lassen wir vielleicht noch ein bisschen weiter bestehen. Also erst testet man wie Wahnsinn, jetzt kommen alle an ihre Grenzen. Jetzt sagt man, okay, machen wir nur noch die, die Symptome haben, wie es eigentlich die ganze Zeit von vielen Spezialisten gefordert war. Und jetzt auf einmal sind wir genau an dem Punkt, wo es dahin geht. Ja, das waren die Zahlen für heute. Wie gesagt, so gut es geht, wieder zusammengefasst. Ich wünsche euch trotzdem, lasst euch nicht verrückt machen da draußen. Wir haben auch vorhin nochmal auf die Intensivstationen geguckt. Es ist alles noch im grünen Bereich. Es gibt noch genügend Betten. Es sind gerade mal 6,5% der Intensivbetten in Bayern momentan mit Patienten belegt, die an oder mit SARS-CoV-2 dort liegen. Also alles entspannt, bleibt locker. Draußen scheint die Sonne, genießt es, denn ihr wisst ja, ohne Maske in der frischen Luft tut uns und unserem Körper und uns vor allem unserem Abwehrsystem gut. Und wenn ihr jemanden da draußen seht, der im Wald spazieren geht und eine Maske auf hat, erinnert ihr mal dran, dass frische Luft fürs Immunsystem gut ist. Insofern bleibt in der Mitte, bleibt gesund. Ich wünsche euch noch einen schönen Donnerstag und bis morgen. Tschüss zusammen.